Hinter mir stehen noch die Bauzäune. Die sind allerdings bald Geschichte, denn an diesem Wochenende öffnet der Wielpark nach rund 2,5 Jahren Umbauzeit für die Öffentlichkeit seine Pforten. Wir haben in der neuen Reportage vorab schon mal einen Blick hineingeworfen. Wie das Ganze ausschaut, erfahren wir wie immer nach nur einem Spot. Bleiben Sie dran, bis gleich. Ja, Dominik, weil ich noch fragen wollte, hattest du die Unterlagen mit für die Mannschaftsfahrt? Ja, warte kurz. Was willst du jetzt da? Warum? Ich hole die Dokumente. Hast du keinen S-Trust? Auschecken unter www.sparkasse-gm.de/s-trust. Auch wenn noch etwas Gras über die Hauptrasenfläche des neu gestalteten Wielparks wachsen muss, diese bleibt noch bis etwa Ende August geschlossen, sind ab diesem Wochenende auf den neu gestalteten Wegen Besucher wieder willkommen. An neuen Stellen sind zum Beispiel Minigolfplatz und Streetballfeld entstanden. Kinder unterschiedlichen Alters sollen an verschiedenen Spielplatzstandorten im Park zum Besuch animiert werden. So gibt es für die Älteren einen großen Abenteuerspielplatz und auch für kleine Kinder gibt es etliche Möglichkeiten, sich auszutoben. Mehr über den Umbau weiß ein Stadtvertreter. Bei mir ist jetzt Pascal Hilgenberg, Tiefbauamtsleiter und verantwortlich für viele Bauten hier. Was ist hier entstanden in den 2 Jahren? Ja, über 2 Jahre Bauzeit, tolles Projekt, gute Zusammenarbeit mit allen Firmen, die hier tätig werden, waren viele Gewerke unterwegs gewesen. Also wir haben hier, ich sag jetzt mal, über 1500 LKWs sind hier rausgegangen, nur an Bodenabfuhr. Ja, dann haben wir die Teichfläche über 6500 Quadratmeter erweitert. Neues Brückenbauwerk haben wir hier eingerichtet für die kurze Wegeverbindung zum Skatepark. Wir haben einen neuen Seiltunnel hier als Spielgerät mit einbauen lassen, mehrere Grillstationen. Ja, über 3 Kilometer an Kabel sind hier verbaut worden. Neue Akkuladestationen haben wir hier, neue Treppenanlage ist errichtet worden für die kurze Wegeverbindung in die Bahnhofstraße. Wiels Bürgermeister Ulrich Stücker hatte während der Eröffnungsfeier für geladene Gäste weitere gute Gründe für den umfangreichen Umbau parat. Die Zukunft von Innenstädten wird maßgeblich mit davon abhängig sein, welche Aufenthaltsqualität, welche Erlebnisqualität Innenstädte zukünftig haben. Und da ist es meine feste Überzeugung, dass durch die Neugestaltung des Wielparks hier ein wesentlicher Baustein geschaffen wurde und auch ein wesentlicher Baustein dazu beitragen wird, dass Wiel, das ganz Wiel, dass alle in Wiel davon profitieren werden. Diese öffentlichen Investitionen, die hier geflossen sind, werden private Investitionen nach sich ziehen. Und zwar um ein Vielfaches von dem, was hier realisiert wurde. Bürgermeister Ulrich Stücker, ja, nach gut 2 Jahren findet jetzt hier die große Eröffnung statt. Was bedeutet das für Sie? Ah, große Freude heute. Es war ein langjähriger Prozess. Es war ein Planungsprozess, dem eine große Bürgerbeteiligung vorangegangen ist. Dann war fast 2-jährige Bauzeit. Und heute ist es dann endlich soweit. Und wenn man sich so umguckt und wenn man hört, wir können uns freuen heute. Also die 8 bis 10 Millionen Euro, was das Ganze gekostet hat, haben sich gelohnt, offensichtlich, oder? Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil es meine feste Überzeugung ist, dass die Zukunft der Innenstädte davon abhängig sein wird, wie attraktiv Innenstädte sind. Wobei das Ganze ist ungefähr zur Hälfte auch gefördert durch die Städtebauförderung. Ne? Von da aus, nochmal eine besondere Win-Win-Situation für die Stadt auch, oder? Absolut. Daran kann man immer wieder die Bedeutung von Städtebauförderung erkennen. Sie ist extrem wichtig für die Entwicklung unserer Städte und hat uns hier auch sehr geholfen. Ja, wir sind jetzt hier bei der neu entstandenen Gastronomie am See in Wielpark. Andreas Zurek und Bernd Teuber sind sozusagen die Verantwortlichen, aber in unterschiedlicher Funktion. Herr Zurek, Sie sind ja für den Bau verantwortlich gewesen. Was ist hier entstanden? Wir haben hier an dieser Stelle, um die Aufenthaltsqualität in diesem Park zu verwirklichen, zu verbessern, unter dem Namen Seecafé eine Gastronomie entstehen lassen, die eine Kombination zwischen Innengastronomie und Außengastronomie darstellen sollte. Herr Teuber, Sie füllen das Ganze mit Leben sozusagen, also Sie sind der Betreiber. Was kann die Gäste hier, was erwartet die Gäste hier? Ja, wir haben zusammen mit meinem Team hier lange überlegt, was wir anbieten werden. Und wir werden unterschiedliche Karten anbieten. Tagtäglich von 10 bis 20 Uhr bieten wir eine sogenannte Bistro-Karte an.
In einem zweiten Schritt werden wir das erweitern, dann auf ein Frühstück. Und die allerletzte Ausbaustufe, ich denke mal, das wird so Ende der Sommerferien sein, dann werden wir Freitag, Samstag und Sonntags die sogenannte Landhauskarte anbieten. Das ist dann schon etwas aufwendigeres Essen. Ja, liebe Zuschauer, das war's für heute. Ich glaube, der Park hat deutlich an Aufenthaltsqualität gewonnen. Wenn Ihnen die Reportage gefallen hat, lassen Sie bitte wie immer ein Like da. Besuchen Sie Oberbeck aktuell und vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!